Angeles Sparks und die Sacramento Monarchs um den Heimvorteil in der ersten Runde. Im Porträt Sacramentos Latasha Byers. Und wie immer der Höhepunkt, die Top 10 der WNBA. Shovels to Nikisha, lays it in, she'll go to the line! If this goes in, look out, here comes Cooper. Here comes the action. Unsere Reise beginnt diese Woche im Westen. Hier kämpfen die LA Sparks und die Sacramento Monarchs um den zweiten Platz. In der letzten Woche der regulären Saison denken die Sparks viel über den Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde nach. Die Sparks treffen auf jeden Fall auf Tisha Panichero und die Sacramento Monarchs. Allerdings steht hinter den Sacramento Monarchs ein dickes Fragezeichen hinter Yolanda Griffith, denn sie erlitt jüngst eine schwere Knieverletzung. Ich spiele konzentrierter. Wir sind Zweiter und wenn wir dranbleiben, beenden wir die Saison auch als Zweiter. Die nächsten Spiele sind sehr wichtig. Wir müssen diese Spiele einfach gewinnen. Bevor die Monarchs auf die Charlotte Sting trafen, hatte das Team aus Kalifornien 4 Spiele in Folge gewonnen. Eine Erfolgsgarantin, Ruthie Bolton Holyfield. Ruthie for 3. Good! Oh, Ruthie rolls! Ruthie left side with a 3-ball bucket. Ruthie rolls! Ruthie from way out front hits the 3. That was the NBA 3. Sacramento gewann mit 14 und hatte den Sprung in die Playoffs geschafft. Jetzt wollten die LA Sparks und Delisha Milton nachziehen. Dieses Team spielt mit viel Herz. Wenn es kritisch wird, also wenn wir vor einer Niederlage stehen, reißen wir uns zusammen und kämpfen. Wir geben immer alles. Kampf war Trumpf für die LA Sparks gegen die Washington Mystics. Doch letztendlich siegten die Damen aus Washington. Es war die 4. Niederlage für LA in Serie. Cheftrainer Orlando Woolridge und seine frustrierten Sparks brauchten ein positives Erlebnis. Lisa Leslie führte ihr Team mit 25 Punkten gegen Charlotte zum Sieg. On the block to Lisa, turnaround, jump shot is good from the right side, 15 feet. Gordana Grubin machte zum Schluss mit einem Schuss alles klar. Grubin fires up the 3 straight away and Gigi with the 3. Wir schauen auf die Tabelle der Western Conference, das Ganze bis einschließlich 17. August. Die Comets sind die Nummer 1 im Westen und in der WNBA. Danach die Sparks und die Monarchs. Hier geht es noch um die Platzierung. Es geht um Rang Nummer 2 und den Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde. Werfen wir nun einen Blick auf die Damenauswahl der USA, die in Sydney, Amerika vertreten wird. Shamika Holzclaw und Dawn Staley werden dabei sein, ebenso Natalie Williams. Einen Ausblick liefert Lisa Leslie. Wir haben andere Rollen als in unseren WNBA-Teams. Manchmal geht es halt nicht um Scoren, sondern um deine Defense oder was immer das Team braucht. Man muss diese Rolle akzeptieren und jeden Tag konstant das Beste geben. Für Holzclaw ist es der erste olympische Auftritt und sie freut sich. Ich denke, vom Talent her ist dies eines der besten Damenteams, die es jemals gab. Und das finde ich großartig. Und hier die Mannschaft auf einen Blick. Ruthie Bolton Holyfield von Sacramento, Cynthia Cooper aus Houston, Yolanda Griffith von den Monarchs, Shamika Holzclaw von den Washington Mystics, dazu Lisa Leslie von den Sparks, Nikki McRae aus Washington, Delisha Milton von den Sparks, Katie Smith aus Minnesota,
Dazu Dawn Staley aus Charlotte und Natalie Williams aus Utah. Gecoacht wird das Team von Nell Fortner. Sie trainiert im kommenden Jahr das neue WNBA-Team aus Indiana. Als nächstes bei WNBA Action die Spielerin der Woche. Die Ehre geht diesmal an Sacramentos Ruthie Bolton Holyfield. Ihr Schnitt der letzten 7 Tage, 22 Punkte pro Partie. Ich gebe jedes Mal 110%, wenn ich auf den Court komme. Wichtig ist dein Herz. Das kannst du nicht trainieren. Man kann die Einstellung nicht antrainieren. Und jetzt die allseits beliebte Rubrik Zuschauer-E-Mail. Diesmal Javier Sanchez aus der Dominikanischen Republik seine Frage, wer hat die meisten Playoff-Punkte jemals gemacht? Die Antwort, Houstons Cynthia Cooper. Sie gewann zweimal den Titel als MVP. Houston gewann zweimal den Titel. Sie machte 186 Punkte in ihrem Playoff-Spiel, Schnitt 26,4. Wir machen den Sprung vom Westen in den Osten. Im Mittelpunkt steht der Kampf um den Playoff-Platz zwischen Orlando und Detroit. Die Orlando Miracle wissen, wie wichtig jedes Spiel kurz vor Ende der regulären Saison ist. Das ist die wichtigste Zeit der Saison. Die erste Hälfte haben wir geschafft, aber jetzt geht es um die Playoffs. Als die Miracle auf die Washington Mystics trafen, wollte Orlando das dritte Mal in Folge gewinnen. Die Miracle gingen früh in Führung. Taj, left block in, plays it in over Valerie Steele. Washington verließ sich auf Nikki McCray. Orlando baute die Führung Schritt für Schritt aus. Orlando gewann deutlich, die Miracle holten sich einen wichtigen Sieg. Normalerweise haben es neue Teams sehr schwer, aber wir haben Erfahrung, eine gute Einstellung und einen guten Coach. Also wenn man alles zusammennimmt, hat man eine tolle Saison. Ein weiterer Playoff-Kandidat im Osten, die Detroit Shock. Im New Yorker Madison Square Garden musste Detroit gewinnen, um die Chance auf den Playoff-Platz zu wahren. Die letzten 4 Spiele, jetzt geht's um alles. Wir spielen gegen das beste Team aus dem Osten, New York, vor einer großen Kulisse im Garden. Wir gehen einfach raus und sehen, was passiert. Guter Start für die Shock, dank Sandy Brondello. Die Antwort der Liberty kam umgehend von New Yorks Teresa Witherspoon. Teaspoon machte 14 Punkte für New York. Detroit baute den Vorsprung aber aus. Topscorerin für Detroit, Wendy Palmer mit 27. Detroit gewann die Shock weiter im Playoff-Rennen. Ein WNBA-Titel zu gewinnen wäre fantastisch, aber das ist ein langer Weg. Jetzt zählt immer das nächste Spiel und hoffentlich erreichen wir den dritten Playoff-Platz. Hier die Tabelle der Eastern Conference, das Ganze bis einschließlich 17. August. New York hat sich qualifiziert als Nummer 1 im Osten, hat freilos in der ersten Runde. Dahinter die Sting, qualifiziert auf Platz Nummer 2. Charlotte genießt auf jeden Fall Heimrecht in der ersten Runde. Und dann Detroit und Orlando, die beiden Mannschaften streiten sich noch um Platz 3. Washington und Cleveland ohne jegliche Chance noch auf die Playoffs. Kommen wir jetzt zu den Hotshots. Besondere Leistungen der letzten Woche. Los geht's mit Katie Smith von den Minnesota Lynx. Ich glaube, Katie ist eine der besten Spielerinnen der Welt. Katie Smith von den Minnesota Lynx, Mitglied der amerikanischen Nationalmannschaft, zeigte gegen Utah ihre wahre Klasse. Katie Smith. On the wing, drives on Verona, takes it all the way herself, lays it up and in. And you can't stop Katie Smith tonight. She is loving life and living large. Katie ist eine der vielseitigsten Spielerinnen unseres Teams. Sie kann jede Position spielen. Und nicht nur das, sie kann auch punkten, wann immer sie will. And Katie Smith is blowing the doors off this one. She has 19 in the ballgame.
In der Endabrechnung waren es 27 Punkte für sie, dazu 4 Assists. Die starke Vorstellung von Katie Smith brachte den Lynx den ersten Sieg nach 4 Niederlagen in Folge. Wir schauen uns die besten 5 Damen der WNBA an, was die Trefferquote aus dem Feld betrifft. Auf Platz Nummer 1 Muriel Page von den Washington Mystics, gefolgt von Elisa Burrows, Yolanda Griffith, Letitia Byers und Natalie Williams. Für Houstons Cynthia Cooper ging es im Spiel gegen Utah nicht nur um den Sieg. Ihre Mitspielerin Kim Parrott kämpfte mit Krebs, ein Kampf, den sie verlieren könnte. Doch Cooper zeigte sich professionell auf dem Parkett. Is Cynthia Cooper showing her true professionalism tonight or what? Nice cross step by Cooper. She's getting hot now. Cynthia Cooper right now is showing you why she's the best player in the WNBA. Cynthia Cooper setzte ein Zeichen. 42 Punkte. Der 11. Heimsieg der Comets in Folge. WNBA-Rekord. Es war auch ein Sieg für die krebskranke Kim Parrott. Es war schwer, sich aufs Spiel zu konzentrieren. Aber ich weiß, sie hätte gewollt, dass wir rauskommen und für sie spielen. Wir haben alle zusammengehalten und haben uns durch dieses Spiel gebracht. Die Top 5 Damen der WNBA in Sachen Assists. Tisha Panichero von den Sacramento Monarchs auf Platz 1, gefolgt von Teresa Weatherspoon, Dawn Staley, Michelle Timms und Cynthia Cooper. Jetzt kommen wir zu einer ausgesprochen dynamischen Dame. Sie spielt für die Sacramento Monarchs und hatte entscheidenden Anteil am Sprung der Monarchs in die Playoffs. Im Porträt Latasha Byers. Sie ist 1,83, aber sie spielt, als wäre sie 1,93. Sie wird gefürchtet. Ich liebe ihr Feuer, ihre Einstellung zum Spiel. In einer Liga, wo große Stars wie Lisa Leslie, Kim Hampton oder Tina Thompson den Ton angeben, heißt das Stichwort für Latasha Byers unterschätzt, sehr unterschätzt. Sie ist eine fantastische Spielerin. Sie ist zwar klein, aber dennoch auf jeder Position zu finden. Sehr talentiert. Du schaust sie an und denkst, sie kann nicht mit dem Rücken zum Korb spielen. Aber sie kann gut mit dem Rücken zum Korb spielen. Sie schießt gut von überall. Sie hat eine Ballbehandlung wie ein Point Guard. Sie ist am Ball genauso gut wie jeder andere in der Liga. Sie ist sehr gefährlich. Wenn du gegen Sacramento spielst, musst du auf sie aufpassen. Die Monarchs hatten das Talent von Latasha Byers vor 2 Jahren fast übersehen. Ich habe sehr großen Respekt vor Latasha Byers. Sie musste durch die Tryouts und es war schwer für sie, in die Liga zu kommen. Aber seit sie dabei ist, hat sie hervorragend gespielt. Latasha ist die Macht der Monarchs unter den Körben. Zweitbeste Rebounderin im Team, Nummer 4 der Liga in Sachen Trefferquote. Sie wird respektiert. Sie wird nicht viel beachtet, aber sie ist unglaublich wichtig für die Monarchs. Sie ist eine der Spielerinnen, die nicht das erhält, was sie verdient. Aber wie sie selbst sagt, Gold glänzt immer. Sie fürchtet sich vor niemanden, egal ob Lisa Leslie oder Tina Thompson. Sie liebt diese Matchups. Sie will es allen beweisen. Ich würde gern mit ihr zusammenspielen. Kurz vor Beginn der Playoffs 1999 schauen wir nochmals auf die entscheidende Phase der letzten Spielzeit zurück. This is it. 1998 WNBA Championship Finals. Game 2. What do you say? Houston hatte 98 die beste Bilanz der Liga. Spiel Nummer 1 der Finalserie hatten sie in Phoenix allerdings verloren. Houston Comets, of course, are defending WNBA Champions. They dominated the regular season, but now find themselves on the brink of elimination. Wir durften nicht verlieren, denn wenn wir das verloren hätten, wäre alles vorbei gewesen und wir hätten nach Hause fahren können.
Phoenix gewann Finale Nummer 1 mit 3 Punkten. Eine Überraschung bahnte sich an. Wir waren ein bisschen nervös vor Spiel 2. Wir wussten, wenn wir die Serie gewinnen wollten, mussten wir dieses Spiel gewinnen. Wir hatten sie ja schon am Boden. Doch man sollte nie einen angeschlagenen Champ unterschätzen. Spiel 2 war eng von Anfang bis Ende. Gerald Swoops gibt den Comets einen 1-Point Lead. Die Gäste aus Phoenix gingen früh in Führung. Stark war nicht nur die erste 5, auch die Bank der Mercury zeigte sich in guter Verfassung. Right to the right is Harold World. A long three is in. Phoenix has its biggest lead at 9. Wir wussten, wir konnten das Spiel gewinnen. Ich saß an der Seitenlinie und dachte, oh mein Gott, wir holen den Titel. Angeführt von Michelle Timms führte Phoenix fast die komplette zweite Halbzeit. Aber dann übernahmen Cynthia Cooper und Cheryl Swoops. Beide machten insgesamt 33 Punkte im zweiten Durchgang. Ende der regulären Spielzeit gab es Gleichstand, Verlängerung. Ich glaube, wir haben nicht eine Sekunde daran geglaubt zu verlieren. Wir haben einfach als Team zusammengehalten. Phoenix hatte noch gute Chancen, die Overtime für sich zu entscheiden. Doch Houston war einfach zu erfahren. Schaukelte Spiel Nummer 2 nach Hause. Der Ausgleich nach Siegen 1:1. Right side is Swoops. Minute 5 for the overtime. Outside shot, Swoops. Good, top of the key. The game is over. Houston wins and lives to play another day. We won the game. Wir haben aufgrund unserer Entschlossenheit und unseres Siegeswillens gewonnen. Thank you so much for staying with us. Whatever you do, you be sure to be your Tuesday night. So funktionieren die Playoffs 1999. Im Westen haben sich qualifiziert die Houston Comets als auch die New York Liberty als jeweils Erstplatzierter. In der ersten Runde, Do or Die, treffen aufeinander Zweit- und Drittplatzierter. Der Sieger trifft dann auf den Sieger der jeweiligen Conference. Gespielt wird nach dem Modus 2 aus 3, ebenso wie im Finale. Die Niederlage gegen Detroit war meine Motivation. Ich habe immer an dieses Spiel gedacht und was wir tun können, damit uns dies nicht nochmal passiert. Ich denke, ich kann einiges dazu beitragen, dass uns das nicht nochmal passiert. Im Porträt stellen wir nun eine der vielseitigsten Spielerinnen der Liga vor. Von den New York Liberty, Vicky Johnson. Wir denken, sie ist die Spielerin, die am meisten unterschätzt wird. Es gibt keinen, der als Guard so gut verteidigt wie Vicky. Darüber hinaus hilft sie uns, durch ihre Qualitäten zu punkten. In den letzten 2 Jahren basierte der Erfolg der New York Liberty auf dem Duo Witherspoon und Lobo. Dann begann die Suche nach dem dritten Leistungsträger. Vicky Johnson war der Go-To-Player für New York, denn als sich Lobo verletzte, brauchte das Team jemanden, der ihre Rolle übernimmt. Es war furchtbar, als Rebecca sich verletzte. Von da ab wusste jeder, dass er mehr geben musste, um Rebecca zu ersetzen. Und Vicky Johnson spielt unglaublich. Sie ist selbstbewusst und glaubt daran, dass niemand sie stoppen kann. Ich musste mich mehr um die Offensive kümmern, sonst spiele ich mehr Defense. Punkte nur, wenn ich muss. Aber jetzt muss ich mich mehr auf das Punkten konzentrieren und immer gefährlich sein. Sie schießt jedem ins Gesicht, egal wie groß er ist. In ihren ersten 2 Jahren wusstest du nie, welche Vicky Johnson auf dem Court steht. In diesem Jahr weißt du, wenn sie kommt, solltest du bereit sein zu verteidigen. Wir wissen, dass sie ein guter Scorer ist, also laufen wir Systeme für sie. Manchmal isolieren wir sie, aber am besten ist sie im Fastbreak. Richie setzt mich dort ein, wo ich meine Fähigkeiten am besten ausspielen kann. Vicky Johnson ist verdientermaßen ein WNBA All-Star. Sie ist die Topscorerin der New York Liberty. Eine besondere Verbindung hat sie mit Teresa Witherspoon.
Theresa Weatherspoon hat mich sehr beeinflusst. Ich ging zu Louisiana Tech wegen Theresa und ich wollte nach New York, um mit ihr zu spielen. Ich wusste, sie kann mich weiterbringen durch ihre Intensität, mit der sie jede Nacht spielt. Vicky Johnson ist wie meine kleine Schwester. Ich will keinen Druck auf sie ausüben, aber Vicky ist unser Schlüssel zum Sieg. Die Herausforderung, gegen den besten Spieler des anderen Teams zu spielen, ist meine Motivation. Sie ist sehr wichtig fürs Team. Wir brauchen Vicky, um zu gewinnen. Zum Abschluss noch die allseits beliebte Top 10 der WNBA. 8, 7, 6. Auf der Nummer 10, Houstons Polina Tschechova auf Tina Thompson, Teamwork. Skip pass on the baseline, Tschechova, touch pass down low, Thompson and she lays it in. Die 9 und aus Portugal, Tisha Panichero von den Sacramento Monarchs. Auf der 8, Orlandos Pee-wee Johnson auf Kollegin Carla McGee. Pee-wee to Carla, lays it in! Big Red giving Orlando a big lead! Die 7, Tisha auf Ruthie. Tisha right of the lane, flips to Ruthie, down the lane, lays it in, and gets fouled! And mighty Ruthie is back! Auf der 6, Houston's Dynamic Duo, Swoops und Cooper. Swoops, bounce pass, Cooper cutting it from the left, back to Swoops, no look pass, and she lays it in! Showtime here at Compaq Center! What an amazing pass from Cynthia Cooper to Cheryl Swoops! Auf der 5, Terry Phillips und Nikisha Sales. Zusammen sind wir stark. Shovels to Nikisha, lays it in, she'll go to the line! Die 4, Bridget Pettis auf Stepanova, bei den Diensten von Phoenix. Great dish, Bridget Pettis. Achtung, hier kommt die 3, Dawn Staley von den Charlotte Sting, Hang Time. Staley hanging and hitting. Spectacular shot. That was a big time move by Dawn Staley. Die 2, Cynthia Cooper, zweimal MVP, aber immer einmalig. Cooper. It goes around D-Dak. Are you kidding me? That was an MVP move if I've ever seen one. Und die Nummer 1 in dieser Woche. Die Uhr läuft, die Nerven flattern, nicht bei den Washington Mystics. Down to 7 seconds. Here comes Nash, makes her move. Inside to Paige, and Paige puts it in. They do a good job just spreading the floor, and good penetration by Nash. They've got to help out defensively. Give credit for Washington on executing their offense. Das war's für diese Woche von WNB Action. Ciao von Aussagen, André Dose und Manfred Winter. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kia. See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. Live, die Entscheidung in der WNBA. Die Playoffs gehen los. Live ab Samstag, den 25. August. Welche Teams überstehen die Playoffs und kommen in die Finalserie? Seien Sie von Anfang an dabei. Die Playoffs der WNBA. Live ab dem 25. August. Nur auf DSF Action. The tears I cry.
Kennen Sie schon die neuen Kia? Die allerneuesten Kia? Kia. Ein unglaubliches Fahrerlebnis. Mit Kia liegen Sie richtig und erfahren, was wirklich wertvoll ist. Kommt zu Kia. Sie wollen wissen, was wir heute schon für die Welt von morgen tun können? Dann testen Sie jetzt Focus. Jede Woche Fakten, Fakten, Fakten mit Trends und Analysen aus Forschung und Technik. Überzeugen Sie sich selbst 10 Wochen lang für nur 36 Mark. Ein Anruf genügt 0800 800 70 60 und Focus kommt pünktlich Montag für Montag frei Haus. Und das gibt's gratis dazu. Der Original Focus Füller gehört auf jeden Fall Ihnen. Rufen Sie jetzt an 0800 800 70 60. Wir schicken Ihnen sofort Ihre Focus-Infos. Manchmal sind die einfachsten Trainingsmethoden auch die besten. Erst die Arbeit, dann das Spiel. Go, 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 Escargot! Nein, doch nicht da lang! Hoch, hier hoch, Idioti! Du machst es auf die Balleri-Art oder du nimmst den Bus. Tobias hat es geschafft, weil sich Ärzte und die Gesundheitskasse gemeinsam für ihn eingesetzt haben. AOK, die Gesundheitskasse. Die sind immer für mich da. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kia. They are having fun now. A star is born. Are you kidding me? Here comes the action.